Ich bin Künstler aus Berlin und ich bin endlich mit einem der schwersten Bilder, die ich jemals gemalt habe, fertig geworden. Meiner Vorstellung war das Bild eigentlich recht simpel und deswegen war ich doch sehr überrascht, als ich dann damit angefangen habe. Und zwar wollte ich so ein Frauenporträt malen, aber halt zur Hälfte invertiert. Und weder Frauenporträt noch invertiert war für mich neu, nur die Kombination, so hatte ich halt noch nie gemacht. Und wie sich herausgestellt hat, war die Kombination echt erstmal ein bisschen zu viel für mich. Zum einen habe ich mich extrem dämlich angestellt, was die Proportion angeht, weil ich mich nicht so richtig an dem invertierten Teil orientieren konnte und zum anderen hatte ich einfach große Schwierigkeiten damit, immer hin und her zu wechseln zwischen den beiden Paletten, die ich da verwendet habe. Und irgendwann hatte ich halt so lange drin rumgewurschtelt, dass ich dann echt vom Hundertstel ins Tausendstel gekommen bin und immer wieder alle möglichen Bereiche neu übermalt habe. Dann ist mir mal nebenbei noch aufgefallen, dass ihr Auge zu weit außen sitzt und musste das auch noch ein bisschen nach innen verrücken, obwohl es schon so gut wie fertig war. Im Endeffekt habe ich dann also sehr viel mehr Zeit in die Umsetzung dieser Idee gesteckt, als ich im Vorfeld eigentlich eingeplant hatte. Aber schlussendlich hat es sich natürlich trotzdem gelohnt, die ganze Arbeit da reinzustecken und ich finde, dieser Wechseleffekt ist fast wieder so atemberaubend wie du.